So, ich beginne mal meine Vorträge mit einer kurzen musikalischen Einladung. Erstmal danke für die Einladung hier vor Ort. Ich freue mich, da zu sein. Nette Location, nette Leute. Und in diesem Sinne würde ich euch und Sie einladen auf einen kurzen musikalischen Exkurs, weil bevor ich hier weitersprechen werde und die Gitarre und anfange mit meinem Vortrag, ist es umso wichtiger, dass ihr letztendlich euch öffnet und aufnahmebereit seid. Und da hilft es, Musik zu machen. Mein Vater ist Lehrer und er hat immer seine Studis und Schüler eingeladen zu sich nach Hause und musiziert. Und da begegnet man den Menschen auf einer ganz anderen Ebene und ist viel bewusster dabei, was hier vorne erzählt wird. Und das führe ich einfach fort. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch drauf einlässt. Und dann beginne ich mal. Bitte schließt die Augen, hier ist alles sicher. Wenn ihr euch drauf einlassen wollt, würde ich mich freuen. Ich mache es auch. Danke. Oh. Es kommt der Tag, da sind die Kleinen groß und die Großen werden tot sein. Es kommt der Tag, da schweigen all die Sänger und die Sterne, die werden schreien. Und ich kehre zurück auf'm Pferd mit wilder Mähne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne. Es kommt der Tag, da brechen in die wilden Städte wilde Wasser ein. Es kommt der Tag, da wird jeder alte Kahn ein Schiff voller Piraten sein. Und ich kehre zurück auf'm Pferd mit wilder Mähne und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne. Und aus schwarzen Schafen werden weiße Schwäne. Danke. Super, danke, dass ihr euch drauf eingelassen habt. Jetzt bin ich gespannt, was hier vorne so kommt. Zukunft der Mobilität. Ich bin so seit jetzt circa 3 Jahren bei der Deutschen Bahn, habe da angefangen als Trüffelsucher für verschiedene Geschäftsfelder und sollte da draußen so externe Innovatoren, Startups, aber auch Corporates können innovativ sein, aufsuchen und zu gucken, wie könnte man die mit den Kerngeschäftsfeldern vergemeinschaften. Das habe ich 2 Jahre mit Mut und mit aller Kraft gemacht und habe dann gemerkt, naja, eigentlich ist es doch schlauer, wenn so ein kleiner Moskito das Kerngeschäft sticht und die Assets rauszieht und synergisch ranwächst und man mit externen Partnern schneller zusammenarbeiten kann, weil im Kern viele Rahmenstrukturen, Reglementierung sind, man ist langsamer als da draußen. Dann hat Grube und Profalla zu mir gesagt im Konzernprogramm, mach mir einen Gefallen, mal bitte den Moskito bunt an, dann sieht er schöner aus, dann ist er farbenfroher und interessanter, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann eigentlich gemerkt, naja, es ist doch schöner, sowas auch umzusetzen am Ende. Denn heute, das ist ein chinesisches Sprichwort, was mich immer wieder begleitet hat, auch beim Selbstgründen, weil ich schon 2 Startups aufgezogen habe und gesagt habe, jetzt gehe ich mal zur Deutschen Bahn und probiere das mal, weil ich mich immer gewundert habe, warum konnten meine Firmen nicht so vergemeinschaften mit den Kerngeschäftsfeldern. Und das ist so ein schöner chinesischer Satz, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen 10 Windmühlen. Und der symbolisiert und sagt eigentlich alles aus. Man sollte mit dem Trend der Zeit auch mitgehen, für die Veränderung auch bereit sein und vor allem mit wachen Augen und Ohren da draußen unterwegs sein. Und dann habe ich mich rangesetzt an ein Konzeptpapier, das nannte sich New Horizons. Da haben mich die Kollegen auch unterstützt. Und da ging es darum, wie so ein Google X für die Deutsche Bahn aufzubauen, nämlich langfristige Geschäftsmodelle, langfristige disruptive Geschäftsmodelle mit einem hohen Grad aufzubauen oder auch zu erspähen, um mit dabei zu sein. Jetzt sind wir im Team da 5 Leute, das mache ich jetzt seit einigen Monaten. Jeremy ist da,
Die Sarah Lee ist auch da und unterstützt uns da tatkräftig. Und da bin ich stolz, dass wir diese Chance auch bekommen haben, weil Christopher Columbus ist ja auch einfach losgefahren und wusste nicht, wann er wiederkommt. Aber er ist so lange am Ball geblieben, bis er Land entdeckt hat. Und dann hat die Königin Hurra geschrien, die hat ihm ein bisschen Budget mitgegeben. Aber er hat es erreicht und er hat Amerika entdeckt. Was er dann darauf gemacht hat, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber er hat das Land entdeckt. Also geht einfach los, macht euch auf den Weg. Weil durch wie viele Täler und Schluchten ihr am Ende geht, das kann niemand wissen. Und ich sage immer so schön, a problem is a problem when it is a problem. Also wir denken viel zu sehr problemorientiert, lass uns doch lösungsorientiert denken. Da macht es doch viel mehr Spaß. Und das ist ja das Schöne, warum Startups und Leute da draußen einfach sich auf den Weg machen. Bevor ich in die Diskussion hier einsteige und tiefer in die Thematik, habe ich mir hier mal aufgeschrieben, was für mich wichtig ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten und wenn ich mir ein Ökosystem aufbaue. Das heißt, New Horizons ist im Endeffekt ein kleines Startup, ein Ökosystem innerhalb eines Corporate-Umfeldes. Aber es braucht die richtigen Rahmenbedingungen, Strukturen natürlich auch, aber die richtigen Werkzeuge. Und Prio 1 ist es, darum habe ich da auch die Leute rangeholt, wenn das Wort im Herzen entsteht, ist es automatisch eine Tat. Wir sind hier viel zu oft gesteuert davon, zu dem darf ich das sagen, zu dem darf ich das nicht sagen. Wir sind viel zu sehr strategisch unterwegs und vergessen eigentlich, was es ausmacht, hier zu ticken, weil die meiste Zeit verbringen wir auf der Arbeit, also sollten wir hier auch anfangen, im Herzen. Das, was wir sagen, hat Gewicht und ist dann auch eine Tat. Und das haben wir leider zu oft verlernt. Da gucke ich mich auch selber an und daran arbeite ich auch tagtäglich. Prio 2 ist dieser respektvolle, wertschätzende Umgang. Prio 3 ist zuzuhören, aber auch zu reflektieren. Wenn ich mit Leuten am Tisch sitze und Abendbrot esse oftmals, dann ist es so, die spielen Ego-Shooter und jeder will geiler sein wie der andere. Früher haben wir noch Trucker-Karten ausgeteilt, wer hat mehr PS? Heutzutage sollte man doch viel mehr den anderen auch den Raum geben und zuzuhören, bereit sein dafür, nicht Ego-Shooter spielen. Und dann, sage ich immer so schön, dann entsteht ein Feuerball, eine Soul-Explosion. Und dann ist es genau so, dass man die richtigen Partner und Leute dann um sich sammelt. Das heißt, was ich mache, ist eine Avantgarde an Menschen zu schaffen, die genau nach diesen Prioritäten auch ticken. Und wenn mich Human Resources der Deutschen Bahn einlädt und fragt, na, warum ist das so etc., dann kann ich einfach nur sagen, das sind für mich Leitmotive geworden, weil ich es selber gespürt habe, am eigenen Leib, was es bedeutet, danach auch zu leben. Und Prio 4 ist auch immer das Fachwissen. Fachidioten sagt man ja immer so oft. Aber wenn Prio 1, 2, 3 nicht gegeben ist, kann er noch so fachspezifisch intelligent und gut sein, dann wäre ich auf einer zwischenmenschlichen Ebene mir eine Made ins Boot holen, der mir früher oder später die Beine wegzieht, wenn ich einen Fehler mache. Aber gerade bei langfristigen Geschäftsmodellen braucht man Leute um sich rum, die ehrlich ticken und die Schwächen des anderen kompensieren. Hier sieht man es nochmal so schön, Speedboot vs. Öltanker. New Horizons ist genauso ein Speedboot, was letztendlich unterstützt wird von Manuel Gerres und unserem Team, um genau das aufzubauen, um das Ökosystem auch dafür zu bekommen, diese hohen Freiheitsgrade. Wenn ich Serienunternehmer frage oder Leute, mit denen ich zusammenarbeite, was ist euch am wichtigsten, dann ist es Prio 1 ein hohes Maß an Freiheitsgraden. Und Prio 2, wenn sie sich dann selbst gefunden haben und wissen, was sie brauchen, dass sie von diesen Corporate die nötigen Werkzeuge kriegen, um losgehen zu können. Oftmals geben aber diese Akteure nicht viel dir Zeit auf dem Weg, um zu leisten und zu liefern. Ich habe mich dann gefragt, naja, wie willst du die Zukunft vorhersagen? Ich bin dann ein sehr extrovertierter Kollege. Meine Freunde können das bestätigen und Menschen in meinem Umfeld. Wenn ich eine Excel-Tabelle öffne oder Trendreports studiere, dann schlafe ich oftmals ein, weil das nicht meiner DNA entspricht. Also habe ich mir ein Werkzeug, ein Instrumentarium geschaffen, weil ich Tim und Struppi lese, weil ich gern Karikaturen zeichnen lasse, das bleibt bei mir drin. Also habe ich angefangen, einfach mal anzufangen, vom Bahnhof der Zukunft in Deutschland zeichnen zu lassen, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus, wie sieht der Flughafen der Zukunft aus, was wird sich ändern, was sind die Hotspots und habe einfach mal rumgefragt und ein Daimler, in Google, eine Deutsche Post, in Fraunhofer, in DFKI eingeladen und alle separat und gesagt, nehmt doch euch mal 3 Stunden Zeit für mich, weil ich nehme sie mir auch für euch. Und dann haben wir uns eingeschlossen und dann haben wir angefangen, diese Trendkarte weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt. Und das ist ein starkes Instrumentarium, diese Trendkarte, ein lebendes Objekt, was immer weiterentwickelt wird, wo sich der Mensch und ihr euch letztendlich öffnet. Und diese Trendkarte stellen wir jetzt
Open Access zur Verfügung unter der Homepage, hier sieht man es ein bisschen klein, www.mobility-trendmap.com. Da könnt ihr ab heute mal schauen und da könnt ihr Feedback abgeben und da können alle voneinander lernen und profitieren, weil sich das immer weiterentwickelt. Und ich bin auf euer Wissen angewiesen und andersrum auch. Weil gerade in dieser Phase, wo man was vorhersieht, will man ja auch die Experten Open Innovation an einen Tisch zu bekommen. Und wenn man da die richtigen Akteure in der Pain-Identifizierungsphase, wie ich so schön sage, an einen Tisch versammelt, die gleichen Werte haben und gleich ticken, aber auch mit den Assets ausgestattet sind, die man braucht, um so eine Game-Changer-Potenziale zu heben, wie ein Hyperloop oder ein Flugtaxi. Auch sehr Asset-Heavy bezogen. Erst dann kann man diesen langen Weg gehen, um so eine Disruption und solche Game-Changer-Potenziale zu heben. Und das ist der Schlüssel. Was bringt es, gleich weiterzugehen? Man sollte vielmehr in dieser Ideation-Phase sein und dann die richtigen Akteure an einen Tisch bringen. Hier haben wir verschiedene Hotspots mal analysiert. Ich hoffe, ihr könnt es soweit erkennen. Wir haben hier als Projekt letztendlich Hyperloop, das heißt, wir haben eine Arbeitsgemeinschaft initiiert mit den richtigen Akteuren der Deutschen Bahn. Da ist ein DB Schenker drin, da ist ein Cargo drin, da ist ein Fernverkehr drin. Da sind aber auch die Initiativen draußen drin, die es da gibt, aller Hyperloop. Da gibt es ja verschiedene Bewegungen von War Hyperloop, angefangen als Studentenprojekt an der Universität LMU München, TU München, bis hin zu Hard Hyperloop, bis zu Hyperloop Polen, bis zu Virgin Hyperloop. Da gibt es verschiedene Initiativen, die loslaufen und diesem Elon Musk-Modell folgen. Und da muss man erstmal rausfinden, wie weit sind die, kann man davon lernen, von diesem Wissen und kann man vielleicht sich zusammen einschließen mit den Kerngeschäftsfeldern und Workshops etablieren, wo man Chancen herausarbeitet und Business Cases, die man dann bewertet. Und das machen wir im Endeffekt mit aktuell 4 Arbeitsgemeinschaften. Das ist zum einen die Hyperloop-Arbeitsgemeinschaft mit intrinsisch motivierten internen und externen Akteuren. Das ist Prio 2, die Flugtaxi-Arbeitsgemeinschaft. Das ist Prio 3, die autonom fahrende Zimmer-Hotelzimmer-Arbeitsgemeinschaft. Und Prio 4, die Auslieferung von Gütern durch Drohnen-Arbeitsgemeinschaft. Natürlich haben wir hier noch weitere Hotspots, ne? Das Thema Mikromobilität ist natürlich auch ein starkes Thema, was in den Geschäftsfeldern stark getrieben wird. Das Thema, was wir hier sehen, inwieweit wird Cybersecurity eine starke Rolle spielen, wenn autonome Fahrzeugflotten losfahren? Das Thema der individuelle stressfreie Reiseassistent, der euch dann abholt, wenn er 100% sicher ist, dass die Bahn pünktlich kommt oder euer Flieger pünktlich kommt. Und wenn er Verspätung hat, kommt er erst dann, wenn er 100% sicher ist, dass ihr ihn braucht und dass das Transportmedium danach pünktlich fährt. Das heißt, wir haben ja verschiedene Sachen aufgemalt. Dort oben sehen wir letztendlich diese Güterdrohnen. Dann haben wir unsere Personas reingebaut, vom mobilitätseingeschränkten Reisenden bis zum Geschäftskunden, bis zum Studenten. Weitere werden folgen. Also das ist ein Arbeitsstand. Und dazu lade ich euch und Sie herzlich ein, mitwirken zu wollen und gern per Käffchen oder per Workshop mit mir ins Gespräch zu kommen oder mit Jeremy. Mal die Hand heben, Jeremy. Da ist er. Neuer, liebevoller, herzlicher Kollege, der alle Werte vertritt. Und in diesem Sinne, ja, hoffe ich, dass ihr genauso tickt und da auf mich zukommt. Ansonsten komme ich auf euch zu. Aber ich beiße nicht wie ein Moskito, also keine Angst. Bin ja auch ein bisschen bunt, ein bisschen anders. Aber im Herzen sieht es bei mir bunt aus, im Kopf noch chaotischer. Darum lerne ich ja bei der Deutschen Bahn, etwas Struktur zu bekommen und eher weniger zu sagen als mehr. Gern später mehr dazu. Aber das ist unser starkes Instrumental, mit dem wir arbeiten werden, mit den Geschäftsfeldern und mit unseren externen Leuten. Und wir gründen gerade einen Club. Ich gehe einmal im Jahr mit diesen Akteuren, die ich genannt habe, auf dem Hausboot. Da schippern wir ein bisschen in Werder rum und entwickeln neue Geschäftsmodelle oder Erweiterung des Geschäftes. Weil wenn du die Leute aus ihrer Komfortzone rausholst und auf Wasser bringst, auf so ein Hausboot, da zahlst du 1.500 Euro, was denkst du, wie viel das bringt bei den Menschen? Du begegnest denen auf einer ganz anderen Ebene. Sie sind nicht so angstgetrieben, wie wenn du sie irgendwo im Tower triffst oder im Büro. Du holst sie aus ihrer Komfortzone raus, sie öffnen sich und das ist genau der Punkt, um neues Geschäft zu erarbeiten, um aber auch zu verstehen, welche Probleme hat denn das Kerngeschäft eigentlich, wirklich. Und das schafft man nicht top-down, das schafft man am Ende nur, naja, ich will nicht sagen, wenn der Chef nicht dabei ist, aber wenn man ein gutes Verhältnis zueinander hat. Da fährt schon der Krankenwagen, da wird wieder ein Feuer gelöscht. Hauptsache schnell. Ja, Ära Hyperloop, vielleicht nochmal, warum wir uns damit beschäftigen. Die werben ja oft damit, es ist im Endeffekt ein Transrapid in der Vakuumröhre, CO2-neutral, soll Menschen und Güter befördern.
Das heißt, wir beschäftigen uns aktuell damit, mit dieser Technologie, machen Machbarkeitsstudien jetzt im nächsten Schritt mit Jeremy, definieren die Wertschöpfungselemente erstmal, was bedeutet das für die Deutsche Bahn, wenn die Ära Hyperloop kommt, um dann im nächsten Schritt mit Daten, Zahlen und Fakten diese Machbarkeitsstudie vollumfänglich auswerten zu können, um am Ende zu sagen, wir haben das einfach mal geprüft und wissen, ist da Geschäft für uns, ist da nicht Geschäft, wann kommt das in Deutschland, kommt das überhaupt, um letztendlich diese Schwachstellen, die wir haben, nutzen zu können, um stark hervorzugehen. Und da freue ich mich und da lade ich euch alle dazu ein, mitwirken zu können. Weil am Ende wird das Stück Kuchen größer und Open Innovation heißt nicht, ich schließe mich im stillen Kämmerlein ein und lasse nur die Leute rein, die ich möchte, sondern die Tür ist immer offen. Und das ist das Schöne. Das Zweite ist die Ära der Flugtaxis. Das heißt, mit Lilium und Volocopter beschäftigen wir uns, schauen uns diese Cases an und am Ende gilt es, wollen wir uns als Anbieter von Landepads verstehen, wollen wir letztendlich ein Uber für Flugtaxis werden oder gibt es weitere Optionalitäten für die Deutsche Bahn? Aber das gilt es natürlich auch mal zu untersuchen und zu prüfen mit den Akteuren. Und da freue ich mich, dass da der Verkehrsminister und dass die Kollegen von Lilium und Volocopter da bereit sind, mit uns zu sprechen. Und alle ihre Expertise mit an einen Tisch bringen. Dann der Transport von Gütern. Es gibt erste letztendlich schon Prototypen und Tracks, die in Amerika getestet werden von Google und Amazon und Co. Das heißt, die Dinger fliegen schon. Jetzt könnt ihr euch sagen, Hilfe, wie soll denn die Welt aussehen, wenn die irgendwann hier in Berlin in der dritten Dimension über uns kreisen und fliegen? Ja, da wird die Politik und Government auch eine Rolle mitreden wollen. Und gerade in Deutschland ist es so, ohne den Gatekeeper der Politik kommst du in Deutschland nicht weiter. Wenn du in andere Länder gehst, wie jetzt ein Volocopter nach Dubai oder ein Lilium, in andere Länder vorzuschreiten, da ist es schneller machbar. Gerade auch, wenn man Megacities aufbaut, wie in Dubai das Projekt Nemo von Klaus Kleinfeld, dann geht es letztendlich darum, letztendlich neue Infrastruktur überhaupt aufzubauen, ein neues Ökosystem zu schaffen. Und da kann natürlich sowas wie ein Lilium und ein Volocopter oder ein Hyperloop schneller Fuß fassen. Ich habe das damals mal genannt, autonom fahrende Hotelzimmer, autonom fahrende Zimmer. Alle haben mich da ausgelacht, aber es sagt ja am Ende aus, wenn wir letztendlich viel mobiler werden wollen. Warum soll ich abends 23 Uhr ins Hotel einchecken, wenn ich nächsten Morgen früh um 6 weiter muss? 2 Check-ins, im Endeffekt habe ich blöd geschlafen und muss weiter auf meiner Route. Das wäre doch ideal, wenn ich abends 22 Uhr irgendwo in Osteuropa ins Zagreb einsteige, in so einen Schlafbus. Das ist jetzt erstmal für preissensible Menschen, darum 25 Schlafbetten drin. Für Geschäftskunden, stellt euch vor, da sind 4 große Kabinen oder Zimmer drin mit Dusche, alles drumherum. Das prüfen wir aktuell gerade. Darum haben wir Nutzerumfragen gemacht. Die Auswertung werden jetzt Ende Freitag, also morgen, fertig sein. Und dann hangeln wir uns einfach wie ein Startup Stück für Stück vor und überprüfen mal, ist da wirklich ein Markt da? Können wir uns da fortbewegen? Gilt es da auch einen Prototypen zu fahren? Wollen wir mal so einen Bus umbauen? Das ist interessant, gerade für Länder, für Langstrecken, wo die Infrastruktur nicht gut ausgebildet ist. Das, was ich hier alles zeige, na, das ist ein Entwicklungsstand und ein Entwicklungsprozess, den wir auch angehen. Die nächsten Themen, vor denen wir stehen, ist letztendlich dieser individuelle, stressfreie Reiseassistent mit einer KI verbunden. Intermodal, verschiedene Verkehrsmöglichkeiten, wie wir sie mit Quixit voranschreiten wollen, werden da abgebildet. Aber letztendlich soll die künstliche Intelligenz von mir, von meinen Suchanfragen lernen und irgendwann lernt sie von mir und gibt mir nur noch 2 Optionen, irgendwann nur noch eine und irgendwann keine mehr, weil ich ihr vertrauen kann. Also es ist ein Stufenprozess. Was jetzt bei mir stark auf der Agenda steht, ist das Thema, inwieweit wird physische Mobilität durch digitale Kommunikationstechnologien ersetzt werden. Stellt euch vor, irgendwann wird es Telepathie geben. Stellt euch vor, über VR-Technologien wird man 3 oder 4 Sinne digitalisieren können, was Schönes. Es ist natürlich schön, Liebe zu machen in der Welt der 6 Sinne, das heißt Liebe, Schmerz, Gefühl zu digitalisieren, da sind wir noch weit weg, aber dafür sind wir ja Mensch. Und ich bin ein großer Fan, dass eine künstliche Intelligenz mir Arbeit abnehmen wird, weil wir sind nicht für diese Ära des 21., des 22. Jahrhunderts gebaut worden. Reizüberflutung, too much information, capacity overflow, Burnout-Syndrom, da rein, da raus. Wenn wir zurückblicken, brauchen wir so eine Unterstützung wie eine künstliche Intelligenz, die uns Arbeit abnimmt und diese Komplexitätsreduktion gibt, auf den Servierteller, per Häppchen und von uns lernt. Das heißt, ich sehe das eher als Unterstützung und Austausch. Um mehr Zeit haben, wozu wir Mensch sind eigentlich. Das dritte Thema, Cybersecurity, ganz wichtig.
wenn wir mit den autonomen Fahren in Zimmern rumfahren, dann hängen Menschenleben von ab. Das muss natürlich funktionieren. Dazu haben wir eine Veranstaltung am 13.11., wozu ich euch herzlich einlade, in der Factory Görlitzer Bahnhof, Görlitzer Park. Da beschäftigen wir uns mit KI, Cyber Security, Tochter und Schwester und inwieweit sie für autonomes Fahren stärker eine Rolle spielen werden. In diesem Sinne habe ich mir gesagt, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Die Fröhlichs sind immer nur 74 Jahre geworden. Ich lebe sehr exzessiv, aber ich nutze jeden Augenblick. Sage ich immer so schön, die Hälfte ist vorbei. Und da sollte man sich fragen, das, was man macht, ist das wirklich sinnstiftend? Bin ich das wirklich am Ende? Kleiner Aufruf in allen Modellen, was wir mit Jeremy, Sarah Lee und Kollegen machen, ist, wir wollen auch was zurückgeben. Wir betrachten diesen sozialen, ökologischen Prozess auch, was wichtig ist. Und in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir eine Mail, schreibt uns eine Mail. Ich bin noch kurz da, Jeremy auch. Und wir würden gerne mit euch in die Diskussion übergehen wollen, mit der Trendkarte innerhalb der Arbeitsgemeinschaften. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart, zugehört habt. Das war ein langer Satz hier, ein langer Monolog. Jetzt habe ich Lust, mit euch nochmal kurz einen Dialog überzugehen und später weiterführend. Danke für eure Zeit. Vielen Dank.